gehalten und haben dann noch das 3-1 kassiert und ja, sind natürlich sehr enttäuscht. Auch über den Verlauf bisher in der Saison mit den erzielten Punkten ist nicht das, was wir uns vorgestellt haben. Und deswegen bleiben wir unter unseren Möglichkeiten und müssen uns jetzt auf sehr harte Wochen einstellen. Glückwunsch an Zweibrücken als Aufsteiger. Es gibt sehr viel Leidenschaft in jedem Spiel. Den Gegner vor Probleme zu stellen, das ist nicht alltäglich. Und deswegen auch zu Recht diese 18 Punkte, die sie jetzt erzielt haben. Und für den weiteren Verlauf alles Gute. Vielen Dank, Stefan Ermann. Dann darf ich das Mikro weitergeben an unseren Heimcoach Peter, dein Statement zum Spiel. Ja, gut, für uns war es natürlich eine gute Woche. Mit dem Sieg in Offenbach und dem Pokalsieg, das sind auch heute. Er hatte uns nach den 6 Spielen, vor dem Spiel gegen Offenbach, hatte man 8 Punkte geholt in 6 Spielen. Er hatte uns eigentlich vorgenommen, die nächsten 6 Spiele mal mindestens nochmal 8 zu holen, damit wir im Soll bleiben, um die Klasse zu halten. Jetzt haben wir aus den beiden Spielen 6 Punkte geholt. Das ist natürlich mehr als gut im Moment. Zum Spiel. Ich glaube, dass man schon beide Mannschaften auch angemerkt hat heute, dass sie die Woche schon gespielt haben. Es war eigentlich auch so, dass die Mannschaft wahrscheinlich das Spiel gewinnt, die dann in der entscheidenden Phase, wie mein Kollege gesagt hat, die Fehler des anderen ausnutzt und halt vor allem vielleicht dann noch ein Quäntchen mehr bereit ist zu halten. Also nach der Halbzeit muss ich sagen, die 10 Minuten, mit denen kann ich überhaupt nicht einverstanden sein, und die Viertelstunde vor der Halbzeit. Wir sind 1-0 in Führung gegangen. Dann haben wir aus meiner Sicht verpasst, den ein oder anderen Konter zu setzen, als die Wormser schon ihre Probleme hatten in der Phase. Danach bis zur Halbzeit muss ich sagen, wie gesagt, konnte ich nicht zufrieden sein. Da hatte man sogar das bisschen Glück, dass wir mit dem 1-1 in die Halbzeit gehen, und die 10 Minuten vor der Halbzeit waren auch nicht in Ordnung. Dann die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen nicht gestimmt, wir sind nicht rausgerückt, die Zweikämpfe nicht angenommen. Danach muss ich sagen, haben wir dann zurückgefunden. Und es zahlt sich eigentlich im Moment sehr aus, dass man im Training immer fleißig Standardsituationen trainiert. Und den Ball hat jetzt endlich mal getroffen, nachdem er durchgelaufen ist. Das erzähle man aber schon 3 Wochen. Ansonsten, außer dem Fehler beim Tor, wo er beim Tor machen wir 3 Fehler. Der erste Regel mal im Zentrum nicht miteinander. Dann habe ich im Meisenheimer vor dem Spiel gesagt, wenn der Opa mal links steht, geht er nach innen mit dem rechten Fuß, passt er nicht auf, und dann steht irgendwo für Cedric mit dem Ball Nicht beim Mann, ja. Machen wir so, oder? Nicht beim Mann, und dann kriegen wir den Ausgleich. Gut, nach dem Sieg können wir damit natürlich ganz gut leben. Für uns ist es aber trotzdem jetzt so, wenn man auf die Tabelle guckt, habe ich der Mannschaft auch vor dem Spiel gesagt, das ist schon so ein bisschen Schlüsselspiel heute gewesen. Wenn die Wormser heute gewinnen, haben sie 14 Punkte. Und man muss ja immer mal gucken, morgen spielt Hoffenheim gegen Koblenz. Und für uns ist das Ziel, dass wir mindestens mal 5 hinten dran lassen. Das heißt also, für uns war das schon mal ganz wichtig dann. Das hat es auch, glaube ich, angenommen. Jetzt müssen wir uns halt, oh, vielleicht Spiel vorbereiten in Hamburg. Fahren wir dann hin als Außenseiter. Fahren wir aber gerne mit 18 Punkten. Und 2 Dinge möchte ich mal noch sagen. Was man verbessern müsse, die Zuschauerzahlen. Aber das kann man nicht von heute auf morgen. Insgesamt muss man sagen, dass es ja schon eine wesentliche Steigerung ist. Ich hätte mir aber heute schon ein paar Zuschauer mehr gewünscht, weil die Mannschaft das auch verdient hat. Mhm. Weil mittlerweile versuchen wir auch Fußball zu spielen, von hinten raus. Ja. In der ersten Halbzeit war es sogar öfters mal so, dass man zu viel versucht haben zu spielen. Und das Zweite muss ich sagen, das müssen wir das nächste Spiel auch verbessern, dass man den Platz etwas später mäht. Das muss ich mal kurz erklären. Die Würmer bei uns, die kommen ja immer wieder raus. Die Stadt hat den Platz super gemacht, muss ich sagen, großes Lob. Aber mittwochs ist zu früh, weil bis freitags, das kennen die Wormser wahrscheinlich auch, da ist es ähnlich, kommen die ganze Würmer wieder raus. Und wenn das mal später gemacht wird, kommen die nicht raus, dann können wir noch besser Fußball spielen. Danke. Vielen Dank, Peter. Jetzt haben wir auch was über die Würmer gelernt in Zweibrücken. Die Damen und Herren der Presse sind Fragen an die beiden Trainer. Fritz, schreibst. Alle Fragen beantwortet. Fragen an die Würmer. Ja, bitte. Frage an Herrn Emmerling, warum hat es ja wenig Kombinationsfluss gezeigt, auch nach dem 2-1 kaum Druck aufbauen können? Ich muss mal sagen, es gibt mittlerweile nicht nur Ergebnisse, sondern auch eine Leistungskrise und gegebenenfalls auch Einstellungsdefizite.
Kollege hat es angedeutet, Saarbrücken hat den Eindruck, da ist ein bisschen mehr Platz da, da wird ein bisschen mehr gefightet. Ja, diese beiden Fragen. Ja, zum einen bleiben wir definitiv unter unseren Möglichkeiten. Wir haben andere Ziele, 11 Punkte sind zu wenig, ganz klar. Dieser Kritik müssen wir uns stellen. Heute, mein Kollege hat es gerade gesagt, war, nachdem wir den Platz besichtigt haben, war klar, dass es da nicht viel mit Fußballspielen und durchkombinieren und so funktioniert. Dann geht es halt viel über lange Bälle, über Zweikampfgestaltung. Da waren es 2 Brücken zu Beginn des Spiels überlegen, sind dann auch in Führung gegangen. Wir haben dann aber durch aggressiveres Zweikampfverhalten ins Spiel gefunden, haben dann aufs Tor gemacht zum 1-1 und hatten dann auch die Möglichkeit durch Müller diesen Fehler vom Gegner dann umzumünzen zum Führungstor. Ja, und das haben wir nicht geschafft, dass es generell hier schwer wird, dass du generell hier vermehrt in die Zweikämpfe gehen musst. Das war uns klar und letztendlich, wer dann als Sieger vom Platz geht, hat vielleicht die paar Prozent mehr investiert. Vielen Dank. Gibt es weitere Fragen? Nachfrage noch zum 2-1. Sie haben schon angedeutet, Fehler der Abwehr. Wer war bei einem Baller zugeteilt oder wer hätte ihn stören müssen beim Kopfball? Einer Möglichkeit der Nächste. Ja. Und wenn man, es gibt ja verschiedene Vorgehensweisen, wie man eine Standardsituation vom Gegner verteidigt. Wir haben uns für die Raumaufteilung entschieden. Ich denke, es war da eine Möglichkeit da, diesen Raum besser zu verteidigen. Im Zentrum, da stehen die großen Spieler plus Torwart. Ich weiß es nicht, wie nah der Eckball zum Tor geschlagen wurde, ob vielleicht die Möglichkeit bestand, für den Torwart rauszukommen. Schwierig zu beurteilen. Also generell haben wir da alle schlecht verteilt. Also es war kein spezieller Spieler eingeteilt. Alles beantwortet. Noch Fragen? Das scheint nicht der Fall zu sein. Ja, der Peter hat es gesagt, unser nächstes Spiel, ein ganz einfaches, das Saar-Pfalz-Derby. Dann beim FC Homburg kommender Samstag, Anstoß ist um 14 Uhr im Waldstadion. Und das nächste Heimspiel ist dann erst am Samstag, 19. Oktober, auch wieder um 14 Uhr. Ja, da haben wir den 1899 Hoffenheim hier zu Gast. Ja, der Matze Roms, wünschen wir alles Gute, eine gute Heimfahrt. Wir sehen uns im Rückspiel. Und für uns, ja, am besten dann 3 Punkte in Homburg. Darf mich für Ihre Aufmerksamkeit bedanken und darf damit die Pressekonferenz schließen.